Liebe Landsleute, zugegeben, es fällt schwer, angesichts des von den Altparteien verursachten, desolaten Zustandes unseres Landes optimistisch in die Zukunft zu schauen. Dennoch möchte ich die positive Stimmung des Weihnachtsfestes aufnehmen, um Ihnen und uns Mut zu machen. 2018 war das Jahr, in dem die AfD auch die letzten beiden Länderparlamente mit guten Ergebnissen erobert hat. Trotz Hass, Feindschaft und Ausgrenzung sind wir zum festen Bestandteil des politischen Deutschlands geworden und wir werden jeden Tag stärker. Dies gelingt uns, indem wir die Altparteien jeden Tag mehr unter Druck setzen, indem wir ihre Fehler aufzeigen, vor allem aber, weil wir endlich alternative Lösungen anbieten. Das ist unsere Aufgabe als konstruktive Opposition. In der deutschen Hauptstadt Berlin, wo ich der Abgeordnetenhausfraktion vorstehe, ist es längst üblich geworden, dass die Altparteien bei uns abschreiben. Unser Antiterrorkonzept, vorgelegt nach dem islamistischen Anschlag an der Gedächtniskirche vor 2 Jahren, ist inzwischen Teil neuer Gesetze. Unser Konzept gegen die zumeist von Ausländerbanden dominierte organisierte Kriminalität wird ebenso kopiert. Das ist gut, aber noch lange nicht ausreichend. Darum bleibt es unser Ziel, auch Regierungsverantwortung zu übernehmen, um endlich in allen Politikfeldern das Ruder herumzureißen. Ich bin mir sicher, dass 2019 sehr gute Chancen bestehen, unseren Einfluss in diesem Sinne weiter auszubauen. Dafür arbeiten wir und dafür kämpfen wir. Die AfD ist die einzige echte Opposition. Wir wollen ein sicheres Land ohne kriminelle und illegale Ausländer und mit mehr Respekt für Rettungskräfte, Polizisten und Soldaten. Wir wollen ein soziales Land, in dem allen voran deutsche Familien mit Kindern gefördert werden. Wir wollen ein gerechtes Land, in dem Wohnen und auskömmliche Renten nicht zum Luxus für einige wenige werden. Wir wollen ein Land mit Zukunft, in dem unsere Kinder gut ausgebildet und Schulen endlich vernünftig ausgestattet werden. Wir wollen ein Land, in dem individuelle Mobilität nicht ausgebremst wird. Und wir wollen ein Land, in dem Wissenschaft, Industrie und Mittelstand sich weiterentwickeln können und nicht von linken, wohlstandsfeindlichen Ideologen bewusst zerstört werden. Das alles ist möglich, aber nur mit der AfD. Viele von Ihnen haben das bereits erkannt und uns ihre Stimme gegeben. Für dieses Vertrauen möchte ich mich ganz besonders herzlich bei Ihnen bedanken. Ich verspreche Ihnen, dass wir Sie nicht enttäuschen werden. Ich wende mich aber auch ausdrücklich an all die, die noch zögern, uns zu vertrauen. Ich kann Sie durchaus verstehen. Einige Stimmen in unserer noch jungen Partei lassen auch mich immer wieder die Stirn runzeln. Aber ich bin fest davon überzeugt, dass wir auf dem richtigen Wege sind. Auf dem Weg zu einer echten bürgerlichen, konservativ-liberalen Alternative. Dazu zählen alle, die sich um die desaströsen Folgen jahrzehntelanger linker Dominanz in Deutschland sorgen. Hier werden wir einen klaren Schlussstrich ziehen. Denn eines zeigen alle politischen Stimmungsbilder. Es gibt eine bürgerliche Mehrheit in Deutschland. Es gibt die Chance auf echte Veränderung. Denn auch das wünschen sich die meisten von Ihnen. Darum steht die AfD als einzige Partei für eine positive Zukunft unseres Landes. In diesem Sinne bitte ich Sie herzlich, weiter für uns einzutreten, Freunde, Nachbarn und Kollegen von uns zu überzeugen, damit wir das Ruder des in die falsche Richtung fahrenden Tankers Deutschland wieder herumreißen können. Jetzt, zu Weihnachten, ist es aber auch Zeit, sich eine kurze Pause zu gönnen. In sich zu gehen, für seine Familie da zu sein und gemeinsam Kraft für das nicht mehr ferne neue Jahr zu sammeln. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in ein hoffentlich gesundes und erfolgreiches 2019.